Hey, grüß euch. Heute gibt es ein paar Hintergrundinformationen zu meiner großen Reise, also über 1000 Kilometer innerhalb von 26,5 Stunden von Köln nach Paris und wieder zurück nach Köln, ohne Schlaf, ohne Ruhepause, mit dieser uralten Vespa von 1958, um zwei Baguettes zu holen und die zu essen, als Bewerbungsvideo für Seven vs. Wild. Ich werde heute aufdröseln, was das Ganze gekostet hat, die Kostenpunkte, was vorab noch passiert ist, was ich hier alles an der Vespa machen musste, damit die überhaupt läuft, dass die Reise überhaupt stattfinden konnte, dass die Reise vielleicht sogar fast ins Wasser gefallen ist, also dass das Video hätte gar nicht entstehen können, und noch ein paar richtig brenzliche Situationen auf der Fahrt, vor allem auf der Rückfahrt im Dunkeln, weil ich habe hier eine relativ dunkle Leuchtanlage und das hat halt zur Folge, dass es da die ein oder andere brenzliche Situation gab, auch diese kleinen Reifen und diese kleinen Bremstrommeln, die befördern das nicht unbedingt, dass man damit sicher unterwegs ist. Also jetzt geht's los, jetzt werde ich alles aufdröseln. Es ist inzwischen Dienstag, der 23. Mai, 16.57 Uhr und es sind ein paar Stunden vergangen seit der Reise. Trotzdem habe ich noch richtig ordentlich Schmerzen im Rücken, im Nacken, da schubbert irgendwie sowas, und in den Knien. Ich kann nicht so richtig laufen. Das verbessert sich jetzt aber momentan jede Stunde. Also ich hoffe, dass es dann irgendwann auch gegessen ist. Und ich kann nicht mehr richtig greifen. Also meine Hände sind relativ schwach von der Fahrt, weil ich die ganze Zeit festhalten musste mit diesen Vibrationen. Das hat schon ganz schön an der Substanz gefressen. Auch an den Kniegelenken und so weiter mit den Vibrationen. Die ganze Zeit in dieser Position mit den geknickten Knien. Das ist eine ziemlich unnatürliche Position für den Menschen und deshalb belastet das den Menschen natürlich auch ziemlich sehr. Außerdem, dieser Schwungsattel oder dieser Sitzsattel hier, der ist relativ hart. Auch wenn man sich denken mag, dass es relativ bequem ist, ist es gar nicht. Hier gibt es auch Sitzbänke für so Vespas. Die sind deutlich bequemer mit schönem Schaumstoff. Hier ist nur eine ganz, ganz dünne Lage Schaumstoff dran, die aber nicht wirklich etwas bringt. Darunter sind dann Federn, die hier entlang gehen. Und hier am Rand, links und rechts, sind zwei dicke Stahlträger sozusagen, also wo diese Federn angespannt werden. Und der rechte Stahl ist etwas höher als der linke. Das heißt, ich habe die ganze Zeit schief gesessen, die ganzen 1072 Kilometer. Zumindest habe ich das angesagt. Ich glaube, es waren aber mehr Kilometer, also höchstwahrscheinlich so um die 1200 Kilometer. Warum komme ich jetzt da drauf? Weil ich musste noch einige Umwege wegen Tankstellensuche fahren, um Tankstellen zu bekommen. Ich stand oft vor geschlossenen Tankstellen, an denen nur ein Ladenverkauf und kein EC-Kartenverkauf mit Sprit war oder wo es nur LKW-Diesel gab, womit ich natürlich nichts anfangen kann. Also komme ich auf ca. 1200 Kilometer, die ich auf dieser Vespa hier zurückgelegt habe, in eine Position, die einfach super unbequem ist, die nicht gut ist. Die Vespa vibriert wie Hölle, also das ist echt unangenehm. Wer das erste Mal Vespa fährt, der möchte am liebsten direkt absteigen, weil die so sehr vibriert hier, so eine alte Vespa. Der Motor ist einfach nicht optimal konstruiert, sodass der ruhig läuft. Das ist ein Einzylinder-Zweitakter, der in einer schräg liegenden, nicht ganz stehenden Position ist. Das ist schlecht für den Ruhelauf oder Rundlauf von dem Motor. Das ist ein Drehschieber, eine Drehschieberkurbelwelle, die an sich auch schon eine gewisse Unwucht hat. Wie habe ich mich auf diese große Reise oder auf diese Fahrt vorbereitet? Ich habe diese Vespa hier rausgeholt, die hatte 3 Jahre stillgestanden, die fuhr 3 Jahre lang nicht, weil die Zündung nicht funktioniert hatte. Der hatte immer wieder Zündaussetzer, die mir bei Instagram folgen, die haben das auch gesehen, als ich die rausgeholt habe und gestartet habe das erste Mal vor ein paar Wochen. Ging sie kurz an, ist aber auch direkt wieder ausgegangen, weil halt keine Zündung mehr da war. Das Problem habe ich dann irgendwann geregelt bekommen, habe dann mir Gedanken darüber gemacht, wie ich diese Reise antreten will, wie ich die überhaupt bewältigen kann, weil das ist ja eine riesenlange Strecke. Ich habe in dem Tank ungefähr 7 Liter Spritvolumen, also 7 Liter, mit denen ich auskomme. Der Roller verbraucht, kann ich euch gleich sagen, 5,5 Liter oder 5,6 Liter plus Öl. Und dadurch muss man sich eigentlich schon bei 100 Kilometern Reichweite ungefähr Gedanken machen, wo die nächste Tankstelle ist, damit man nicht leer läuft. Deshalb habe ich mir hier so einen Halter gebaut aus Stahl. Den kann ich euch gleich noch im Detail einblenden.
den habe ich aus Stahlstangen gemacht, 10 mm, ich meine, es waren 10 mm, habe die gebogen mit Acetylen, heiß gemacht und alles so gebogen und konstruiert, wie ich mir das so vorgestellt habe, in originalen Löchern fixiert vom Hauptständer und vom Reserveradhalter am Beinschild. Habe hier noch an der Seite so eine kleine Fußablage gemacht, dass ich meinen Fuß da drauf stellen kann, dass ich die Fußbremse vernünftig benutzen kann, da ich normalerweise hier auf dem Mitteltunnel meinen Fuß abstelle, also die Hacke vom Fuß, und dann die Fußbremse schön dosieren kann. Das war eigentlich hier so dieser Benzinkanisterhalter für einen 10-Liter-Kanister, den ich mir dann gekauft habe. Den habe ich einfach mit Spanngurten festgezurrt oder mit einem Spanngurt festgezurrt, hat gut gehalten. Dieser Kanister war auch notwendig in der Champagne, weil in der Champagne gab es kaum Tankstellen, bis gar keine. Irgendwie gab es fast nur LKW-Tankstellen auf der ganzen Strecke durch die Champagne. Oder halt bemannte Tankstellen, bei denen man nicht mit EC-Karte zahlen konnte. Darum hat mir dieser Kanister in der Champagne mega krass ausgeholfen, sonst wäre ich da niemals durchgekommen. Des Weiteren habe ich dann noch so eine Handyhalterung hier oben für den Lenkkopf gebaut, die ich dann oben dran gemacht habe. So ein billiges Ding für 30 Euro habe ich mir da gekauft. Und den Halter habe ich mir aus Stahl gebaut, also aus einem Flachstahl und aus einem Stahlrohr. Habe da drum nochmal Stahl drum gebördelt und gebogen, ein bisschen mit Klebeband und so. Hält auf jeden Fall, hat funktioniert, wunderbar. Was habe ich sonst als Vorbereitung gemacht und warum ist das fast ins Wasser gefallen mit dieser Reise? Also ich habe wirklich gedacht, diese Reise, irgendjemand will mir sagen, du sollst diese Reise nicht antreten. Warum? Weil ich habe hier dran gearbeitet und es ging eine Sache nach der anderen kaputt. Der Auspuff ist gerissen, den musste ich dann neu schweißen. Den Vergaser habe ich immer wieder versucht abzustimmen. Der ließ sich nicht so richtig abstimmen, habe ich zum Schluss so einen guten Kompromiss gefunden. Da ist mir dann die Lambda-Sonde noch abgeflogen, also abgerissen. Ich habe mit einer Breitband-Lambda-Sonde das Ganze abgestimmt, um 100% sicher zu sein. Und dann ging es ans Licht. Die Vespa hat original ein 6 Volt Licht, das ist extrem dunkel, das ist nicht mehr als ein Teelichtlicht von der Helligkeit her, und ich habe das Ganze schon auf 12 Volt umgerüstet. Das Problem ist, diese 12 Volt, die kamen nicht an. Ich habe einen Spannungsregler dazwischen gebaut und der hat nur 6,5 Volt oder was durchgelassen, irgendwie mit der Zeit. Ursprünglich hat das funktioniert mit den 12 Volt, da war das Licht relativ hell, also im Gegensatz zu vorher mit dem 6 Volt Licht, aber dann zu dem Zeitpunkt war es plötzlich stockduster. Also es hat quasi kein Licht mehr gemacht, man hat nichts mehr damit gesehen. Das Licht fiel auch immer wieder aus bei den Probefahrten, als ich den Motor abgestimmt habe. Und ich dachte mir, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe da rumgemessen mit dem Multimeter, habe einfach keine Fehler gefunden, habe immer wieder neue Kabel verlegt, neue Kabel gekrimmt und überlegt und rumtelefoniert, wo ist der Fehler. Also mir war dieser Fehler einfach nicht ersichtlich. Hab den Motor wieder halb auseinandergebaut, die Zündkumplatte freigelegt, um den Strator, um die Spulen da, um die Wicklungen zu kontrollieren, ob da irgendwelche Macken dran sind. Es war nichts kaputt, es war alles in Ordnung. Dann dachte ich mir, okay, eventuell ist der Spannungsregler einfach kaputt. Also brauche ich einen neuen Spannungsregler. Das Problem war, wir hatten Feiertag. Also es war plötzlich Feiertag, an dem Tag, an dem ich einen neuen Spannungsregler brauchte, um diese Gedanken irgendwie auszuschließen oder um diese Fehlerquelle auszuschließen, dass es der Spannungsregler ist. Also kam ich nicht dran und da musste ich also nochmal die ganze Reise um einen Tag verschieben, also freitags dann den Spannungsregler holen. Da konnte ich auch erst später in den Laden rein diesen Spannungsregler holen, bin extra zu diesem Laden hingefahren, habe den Spannungsregler besorgt, hab den eingebaut und was war dann mit dem Licht? Immer noch das Gleiche. Es waren immer noch 6,5 Volt, in der Spitze maximal 8 Volt. Damit kann man nichts anfangen, damit leuchtet das Licht noch immer wie ein Teelicht. Also habe ich das Telefon wieder in die Hand genommen und habe wiederum telefoniert. Total verzweifelt, was ist mit dem Licht los? Wenn das Licht nicht funktioniert, kann ich es vergessen, nachts loszufahren nach Frankreich und irgendwie tagsüber dann durch Frankreich zu fahren und im besten Fall im Hellen wieder in Köln anzukommen. Also war es notwendig, dieses Licht unbedingt ans Laufen zu bekommen, damit man gesehen wird, damit man selber auch was sieht. Ich weiß ja nicht, wo ich langfahre, ob das alles wirklich beleuchtet ist. Wahrscheinlich nicht. Jetzt dachte ich mir, okay, der Spannungsregler ist ja neu. Das bedeutet, den kann ich erstmal ausschließen, also wird es doch an der Zündgrundplatte liegen. Und dann habe ich Zündgrundplatten rausgesucht bei mir aus meinem Sammelsorium und habe dann eine gefunden, die aber nicht wirklich gepasst hat. Dabei war aber noch ein Spannungsregler. Und diesen Spannungsregler habe ich genommen, habe den provisorisch angeschlossen mit ein paar Kabeln, die ich spontan gekrimmt habe, und habe den Roller angemacht. Und was war dann mit dem Licht?
Es hat funktioniert, es hat geleuchtet. Es kam 13, 14 Volt an, super. Das Licht hat hell genug geleuchtet. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit einem normalen Scheinwerfer von einem Auto und so. Es ist immer noch dunkles Licht, aber es war deutlich besser als vorher. Das bedeutete also, dass der Reise nichts mehr im Wege steht. Das Problem war, es war Freitag, der 19., 18 bis 19 Uhr bereits. Und ich musste ja am Samstag um 0 Uhr, das war zumindest so geplant, am Kölner Dom anmoderieren und dann losfahren nach Paris, damit ich das Ganze überhaupt noch schaffe, weil am 21. Einsendeschluss war. Was habe ich dann gemacht? Eine dicke, fette Pizza bin ich essen gegangen. Danach bin ich nach Hause um 8:45 ins Bett, habe mich da hingelegt bis 11 Uhr, nicht wirklich gepennt, weil ich total nervös war. Und dann nach weniger als 2 Stunden Schlaf musste ich aufstehen, mich vorbereiten, Sachen packen und ab zum Dom, das Ganze anmoderieren. Natürlich hat das Sachenpacken etwas länger gedauert, diese ganze Vorbereitung hat etwas länger gedauert. Also war ich am Dom erst um 1.40 Uhr ungefähr oder 1.30 Uhr, ich weiß es gar nicht mehr genau. Da habe ich die ganze Zeit versucht anzumoderieren. Entweder war da extrem starker Wind durch die Fallwinde, die vom Dom runterkommen, oder viele betrunkene Leute, die einem immer in die Kamera reingelaufen sind, die reingerufen haben, die meine Konzentration gestört haben. Ich hatte ja weniger als 2 Stunden gepennt und war auch nicht mehr so fit im Kopf, dass ich richtig anmoderieren konnte. Und irgendwie habe ich es dann hinbekommen und konnte um circa 2 Uhr, 2:15 Uhr dann losfahren. Endlich.